Hey Church, guten Morgen Limbach! Hey und natürlich auch herzlich willkommen Online Church. Können wir Online Church mal einen riesen Applaus geben? Alle, die eingeschaltet haben, wir lieben es, euch dabei zu haben. Hey und ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seht fantastisch aus. Und nachher draußen freue ich mich auch, euer Lächeln zu sehen. Aber ich habe vorhin im Worship darüber nachgedacht, hat überhaupt nichts mit der Predigt zu tun, aber ich möchte dich einladen. Hey, nachher im Gottesdienst, wenn wir nochmal worshipen, dich bewusst, ganz bewusst dafür zu entscheiden. Hey, denn was ich gelernt habe, ist, was für ein Privileg das ist. Weil sagen wir ganz ehrlich, wir hatten mehr als 13 Monate, 14, wo wir uns nicht treffen konnten und nicht gemeinsam worshipen könnten. Amen. Und deswegen lasst uns, hey, nachher die Entscheidung treffen, in dem Worship zu gehen. Denn egal, was deine Umstände sind, darüber werden wir nachher auch ein bisschen sprechen, aber egal, was deine Umstände sind, egal, wie es dir gerade geht, Gott hat unseren Lob verdient. Amen. Und ich möchte dich da wirklich einladen. Hey, wir befinden uns in der Predigtreihe Death to Selfie. Wir haben in den letzten Wochen sind wir auf eine Reise gegangen mit Jakob und wir haben uns angeschaut, wie Jakob dieser Fersengreifer, Betrüger, Lügner ist, wie er stiehlt, wie er betrügt, wie er versucht, Dinge zu bekommen. Wir haben darüber nachgedacht, dass Gott niemals das segnen möchte, was du versuchst zu sein, sondern segnen möchte, wer du wirklich bist. Und wir haben die Reihe Death to Selfie genannt, nicht um deinen Instagram-Account zu kapern, zu löschen oder sonstiges, auch nicht um das Selfie zu verteufeln, außer wenn du Duckface machst. Tu das nicht. Das macht man nicht. Aber uns geht es nicht darum, dein Selfie dir wegzunehmen, sondern wir wollen das Selfie benutzen zur Illustration davon, wie wir oft etwas darstellen, was wir eigentlich nicht sind. Wie wir oft versuchen, andere Dinge zu kopieren, obwohl wir es nicht sind. Und Gott nicht dieses segnen möchte. Und ist irgendjemand hier, der bis jetzt was in dieser Reihe gelernt hat? Yes, komm, ihr dürft. Yes, yes, yes. Und soll ich euch ja sagen, das ist eine vollkommen rhetorische Frage, wenn der Pastor sowas fragt, lüg ihn einfach an, sag ja, Amen. Gib mir ein bisschen Liebe und Unterstützung hier. Yes. Hey, wir wollen heute hineingehen in die wahrscheinlich oder in die letzte Predigt dieser Predigtreihe. Und ich weiß, ich habe den Mund ganz schön voll genommen, als ich die letzte Woche anmoderiert habe. Deswegen hoffe ich, ich kann dazu das rüberbringen, was ich rüberbringen möchte. Aber in der heutigen Predigt geht es um Rahel und Jakob. Ja, Rahel und Jakob. Die Rahel, die Frau Jakob. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie diese zwei Schwestern sind. Und lasst mich kurz mit einsteigen mit euch in Kapitel 35 befinden wir, 1. Mose 35. Und lasst uns in den Vers 16 starten. Danach verließen sie Bethel und zogen weiter, als sie nur noch ein kurzes Stück von Ephrat entfernt waren, setzten bei Rahel starke Geburtswehen ein. Lasst uns hier schon stoppen, weil das ist schon wichtig zu verstehen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, welche unglaubliche Rivalität die beiden Schwestern hatten, Lea und Rahel. Amen. Wir haben gelernt, dass Lea, die, seien wir vorsichtig, die mit der netten Persönlichkeit und mit den matten Augen ist. Und wie Rahel, die wunderhübsche, was die Bibel sagt, die wunderhübsche geliebte Frau ist. Die Rivalität war aber, dass Lea 6 Kinder hatte, Rahel nur ein Kind hatte und sie hat die ganze Zeit dafür gebetet, dass sie endlich noch einen Sohn bekommen wird. Und jetzt ist es soweit. Jetzt steigen wir in die Geschichte ein, dass es endlich soweit ist. Denn seien wir ganz ehrlich, wie viele von uns sind Rahel? Wie viele von uns sitzen heute hier, du siehst super aus, du hast dein Best Church Dress angezogen, dein Big Smile, du hast sogar eine frische Maske dir genommen, die nicht irgendwie schon schnoddelig ist, um dich zu präsentieren, um gut von außen auszusehen, aber in dir drin ist etwas zerbrochen und du kannst Dingen nicht Leben geben, obwohl du Dingen Leben geben möchtest. Das ist die Situation, in der Rahel ist. Rahel betete jahrelang, dass sie ein weiteres Kind bekommen. Und nichts ist passiert. Und dann kommen wir in 1. Mose 35 und wir sprechen über Bethel. Bevor ich das tue, werde ich noch beten und den Daniel von der Bühne schicken. Jesus, ich danke dir für diese Predigt. Ich
danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für jeden, der da ist, Gott. Gott, ich bete, dass du Herzen heute öffnest. Hier im Saal, aber auch zu Hause an den Bildschirmen, Gott, denn dein Wort ist nicht von Raum getrennt, Gott. Ich bitte dich, dass du benutzt, was zu sagen ist, dein Wort in uns sprechen lässt, dass etwas in uns lebendig wird, Gott. Es soll nicht um mich gehen, es soll alleine um dich gehen, Gott. Und wir preisen dich dafür. In Jesu Namen, Amen. Lass uns Gott einen riesen Applaus geben und vielen Dank, Daniel. Hey, wir sehen, dass Jakob gerade in Bethel war. Was wir verstehen müssen, das waren jetzt nicht Jakob und zwei Kinder, sondern wir sind viele, viele Jahre nach der letzten Woche jetzt schon. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Jakob hat geringt mit Gott, hat seinen Bruder Esau wieder gesehen. Es sind ganz viele Sachen passiert. Und plötzlich ist er wieder in Bethel, weil Jakob Gott ein Versprechen gegeben hat. Bethel ist mitten im Nirgendwo. Wir haben in der Predigt darüber gesprochen. Es ist der Ort, wo Gott Jakob das erste Mal begegnet, wo Jakob eine Vision von Gott bekommt, eine Treppe, die in den Himmel aufsteigt, wo Menschen am Hoch und Runter gehen ist, wo Gott zu ihm sagt, hey Jakob, ich werde dich segnen. Jakob ist gerade auf der Flucht und Jakob gibt ein Gelübde ab und sagt, hey Gott, wenn du mich segnest, wenn du das wirklich tust, werde ich eines Tages wiederkommen. Und ich werde dir einen Altar bauen und ich werde dir den Zehnten geben von allem, was ich habe. Was wir jetzt verstehen müssen ist, Jakob tut es und Jakob kommt nicht mit wenigen. Jakob ist nicht mehr 2 Frauen, 12 Kinder, 2 Mägde. Jakob reist mit einer halben Stadt jetzt. Jakob hat Vieh, Jakob hat Angestellte. Es ist eine Riesentruppe, die unterwegs ist und nun zu Bethel geht, um dort seinen Zehnten zu geben, das Versprechen einzuhalten, was er Gott gegeben hat. Und was wir verstehen müssen, um diese Predigt zu verstehen, ist das. Jakob hat einen Favel für Namensänderung. Ein Tick quasi. Ich weiß nicht, ob du einen Tick hast. Ich habe einige Ticks. Die kenne ich nicht selber, aber meine Frau erinnert mich daran, dass ich Ticks habe. Wisst ihr, was ich meine? Für alle, die verheiratet sind. Mhm. Letztens hat sie mich wieder an einen Tick erinnert und macht sich immer lustig darüber, wenn ich eine Nachricht schreibe auf WhatsApp oder sowas, ne, tut jeder schon mal. Ich baue diese Nachricht in meinem Kopf auf, so als ob ich die am Sprechen bin. Aber dann sehe ich auch so aus. Und wenn ich was Lustiges in meinem Kopf denke, das am Tippen bin, dann giggle ich auch am Küchentisch. Und meine Frau macht sich ständig lustig darüber. Die so, Mathis, was machst du da? Ich so, ich schreibe eine Nachricht. Ja, und warum siehst du so aus? Also es gibt verschiedene Ticks in unserem Leben. Meiner ist Nachrichten schreiben und Freude dabei haben. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich freue mich einfach nur darüber. Take that, Marien. Aber ein großes Thema in Jakobs Leben ist, dass er Dingen neue Namen gibt. Zum Beispiel, als er in Luz war, mitten im Nirgendwo, Gott ihm begegnet, nennt er diesen Ort Bethel. Also er gibt ihm den Namen Haus Gottes, weil er Gott dort begegnet ist. Ein anderer Ort, den er umbenennt, ist, bevor er Esau begegnet. Er hat so Angst, seinem Bruder wieder zu begegnen. Das wird nochmal eine andere Predigt werden. Aber er hat so Angst davor und betet für Gott. Und Gott verspricht ihm und sagt ihm, hey, du bist nicht allein. Er zeigt ihm eine Schar von Engeln am Himmel stehen, die sagen, hey, du wirst begleitet. Also nennt er einen Ort Mahanaim, das Doppelherr bedeutet, weil er diese Schar von Engeln sieht. An dem Ort, wo Jakob mit Gott ringt, eine Hüfte rausgeschlagen bekommt, humpeln weggeht, einen neuen Namen erhalten hat. Den Ort benennt er um zu Pnüel, was Gesicht Gottes bedeutet. Und wir wissen, und was wir wirklich verstehen müssen für diese Bibel, für diese Predigt ist, Rahel war Jakobs große Liebe. Jakob hat 14 Jahre für Rahel gearbeitet. Haben wir letzte Woche gelernt, yes. Okay, Frauen, seid ihr überzeugt, dass deine Männer 14 Jahre für dich arbeiten würden? Beantworte die Frage bitte jetzt nicht, okay? Männer, starren Blick nach vorne, nicht zur Seite schauen. Er hat 14 Jahre für sie gearbeitet. Die Bibel sagt, wenn wir die Bibel anschauen, ist die einzige Sache, von der sie tief beschreibt, dass Jakob sie geliebt hat, Rahel. Wir wissen, dass Rahel Gott geliebt hat. Wir wissen, dass Rahel seine Kinder geliebt hat. Wir wissen, was er getan hat. Aber die Bibel beschreibt, wie sehr Jakob
Rahel geliebt hat. Und wenn du ganz am Ende von Jakobs Geschichte gehst, wenn er in Ägypten ist und auf seinem Sterbebett liegt, Jahre später nach dieser Geschichte, trauert er um Rahel. Trauert er darum, dass sie gestorben ist. Denn wir müssen verstehen, dieses ganze Volk, die Gang, ist in Bethel, gibt ihren Zehnten, ist auf dem Rückweg und auf einmal kommt das Unglaubliche. Die, die keine Kinder bekommen konnte, kriegt wen? Wisst ihr, was passiert sein wird? Alle werden gefeiert haben. Die werden in Spahn, wahrscheinlich nicht, das waren Juden, die werden ein Lamm geschlachtet haben, eine Barbecue-Party gemacht haben, ein Kastenbier gezischt haben. Die werden gefeiert haben, weil es ist doch genau so, wie es sein sollte, oder? Wir geben Gott etwas, wir arbeiten mit, wir geben unser Geld, unsere Zeit, unsere Finanzen. Und Gott, du segnest uns dann, wenn du die Möglichkeit dafür hast. Amen. Und Rahel hat diesen Segen. Rahel bekommt ein Kind. Gott hat Rahel und Jakob gesegnet. Aber manchmal kommt ein Segen mit einem hohen Preis, oder? Lass uns weiterlesen. Sie krümmte sich vor Schmerzen, doch die Hebamme rief ihr zu: Nur Mut, du hast wieder einen Sohn. Aber Rahel spürte, dass sie sterben musste. Darum nannte sie den Jungen Benoni. Jakob jedoch gab ihm einen anderen Namen, Benjamin. Rahel starb. Gott, die Geschichte ist hierhin so gut gelaufen. Gott, Jakob kommt, Jakob gibt. Und Rahel hat so lange dafür gebetet. Und jetzt stirbt sie. Ich möchte dich als allererstes erinnern, dass manche Gebete, die Gott in deinem und meinem Leben erfüllen kann, einen hohen Preis haben. Einen hohen Preis haben. Manche von euch beten für mehr Einfluss, für mehr Ministry, für mehr Geld, für mehr Verantwortung, für mehr Plattform, für mehr Möglichkeiten, für mehr Segen, für die verschiedensten Dinge. Aber sind wir bereit, den Preis dafür zu bezahlen, wenn Gott diese Gebete erfüllt? Ich bin dankbar dafür, dass es Gebete in meinem Leben gibt, die ich gesprochen habe und im Endeffekt weiß ich, Gott, danke, dass du sie nicht erfüllt hast. Großer Segen bedeutet große Angriffe. Große Verantwortung bedeutet große Schwierigkeiten. Ich möchte dich ermutigen, genau nachzudenken, welche Dinge du betest. Denn Rahel stirbt, während sie das bekommt, wonach sie Gott gefragt hat. Und die Hebamme erinnert sie auch noch: Nur Mut, es ist ein Sohn. Und Rahel wird sich denken: Du blöde Kuh, ich bin am Sterben. Warum ist es wichtig? Warum ist es wichtig? Warum steht diese Hebamme in der Bibel? Ich bin davon überzeugt, weil wir verstehen müssen, dass wir in unserem Schmerz, in den Momenten, wo wir das Gefühl haben, Dinge sterben in unserem Leben, Dinge verlassen uns aus unserem Leben, erkennen müssen, dass Gott trotzdem am Segnen ist und Dinge gibt, für die wir gefragt haben. Denn viele von euch, seien wir ehrlich, sitzen heute hier und sind verletzt, fühlen sich, als ob Dinge am Sterben sind. Dinge am Gehen sind. Schwierigkeiten, die da sind. Ich möchte sagen, nur Mut, es ist ein Sohn. Nur Mut. Aber alles, was Rahel in dem Moment denken konnte, oder, ist: Ich werde nicht da sein. Gott, ich werde nicht da sein, wenn das Kind das erste Mal läuft. Ich werde nicht da sein, wenn das Kind das erste Mal fällt und sich die Knie aufschlägt. Ich werde nicht da sein, wenn das Kind das erste Liebeskummer hat. Ich werde nicht da sein, wenn die ersten Zähne kommen. Ich werde nicht da sein, um die Einschulung zu feiern. Ich werde nicht da sein, um das Kind, meinen Sohn, zu trösten im ersten Liebeskummer. Ich werde nicht da sein, um zu feiern, wenn das Kind in die Uni kommt, wenn das Kind bestimmte Siege macht. Ich werde nicht mich drum kümmern können, wenn das Kind am Boden zerstört ist. Ich werde mich nicht kümmern können. Und sie ist alles, was sie gedacht haben, wird sein: Gott, lass irgendjemand da sein. Lass jemanden da sein, der sich kümmert. Und bevor sie starb, nennt sie das Kind Benoni. Und Jakob wird das Kind umbenennen, Benjamin. Warum? Denn in der hebräischen Kultur ist es so, lasst uns ein bisschen Kultur machen, Kontext geben. In der Predigt, habe ich in der Bibelschule gelernt, dafür habe ich Theologie studiert. Es ist mir eine Freude, Ihnen dienen zu dürfen. Amen.
In der hebräischen Kultur ist es so, dass nur der Vater erlaubt war, dem Kind einen Namen zu geben. Ich weiß nicht, wie das in deiner Familie ist, wenn du verheiratet und Kinder hast. Bei uns im Hause Thielmann ist die Kultur vollkommen andersrum. Und manche haben mich schon mal darüber sprechen gehört, die Geburten unserer Kinder könnten nicht unterschiedlich sein. Und ich will nicht tief reingehen, weil ich Angst habe, dass meine Frau mich sonst verhaut heute Abend, wenn ich die Geschichte zu oft erzähle. Aber Maya-Geburt, voll anstrengend, Kaiserschnitt, Maya hat nicht geatmet, musste beatmet werden. Irgendwann hat sie geatmet, ganz schwierige Nummer. Matteo, vollkommen anders. Australien, Riesengaudi, Krankenhaus am Strand, Meerblick, es hat geregnet, es war nachts, wir haben nichts sehen können. Aber die hatten Lachgas gehabt, an dem Maren und ich abwechselnd geschnüffelt haben. Wir haben die Zeit unseres Lebens. Malte war so die Kür. Malte, wir sind nach Grimma gefahren, Krankenhaus, Kind war da und ungelogen, 5 Stunden später sind wir bei McDonald's im McDrive, Maya, Malte und ich, Cheeseburger kaufen gegangen, um wieder nach Hause zu fahren. That's how it was. Und die Sache ist die, bei uns im Haus, wir hatten uns vor Gedanken über Namen gemacht. Wisst ihr, wer Kinder hat, dass du dir das überlegst, hey, was könnte das Kind sein, welchen Namen könnte ich geben? Und wir kamen auf die Idee, wir haben keinen finalen Namen, sondern wir haben so 2, 3 Auswahlmöglichkeiten. Und dann wird das Kind da sein, wir werden diesen romantischen Moment haben, das Kind anschauen, der Geist Gottes wird wehen, prophetisch, werden wir genau wissen, welcher Name das ist. Ich werde meine Hände auflegen, meine Frau segnen für die Geburt, die sie überlebt hat, mein Kind segnen mit dem Namen, den Gott für ihn ausgesucht hat. Aber die Wahrheit ist die, in dem Moment bei allen Kindern, als es darum ging, einen Namen zu entscheiden, war das so, hey Schatz, lass uns beten, lass uns gucken. Ich habe eine Idee, welcher Name das ist. Und meine Frau war, wir nennen ihn Matteo. Und ich so, okay, das habe ich auch gefühlt. Hey, wir nennen ihn Malte. Okay, hey, wir nennen sie Maya. Dang it! Nein, ich liebe die Namen. Die Namen hätte ich natürlich im Heiligen Geist geleitet, genauso gewählt wie sie. Aber seien wir ganz ehrlich, meine Frau hatte die ganze Arbeit. Ich hatte relativ wenig Verhandlungsspielraum. Ich saß ja die ganze Zeit daneben und habe nur Händchen gehalten. Es war relativ schwierig zu sagen, Schatz, jetzt stell dich mal nicht so an nach der Zeit. Also wurden die Namen gewählt. Amen. Aber im hebräischen Kontext ist es so, dass die Frau allerhöchstens einen Vorschlag reingeben konnte. Denn es war das Recht des Vaters, einen Namen zu geben. Dass Rahel ihr Kind Benoni nennt, ist quasi, ist eine Ausnahme, wer macht das schon? Denn ich möchte dir heute sagen, es ist das Recht des Vaters, einen Namen zu geben. Und ich glaube, dass sich die Dinge nicht unbedingt geändert haben. Viele von euch tragen Namen aus deiner Vergangenheit, die beschreiben, wer du mal warst. Die beschreiben, was du mal getan hast. Die vielleicht sagen, dass du der Fersengreifer bist. Dass du Benoni bist, denn Benoni bedeutet Kind des Schmerzes. Was für einen passenderen Namen hättest du wählen können? Aber kann es sein, dass es ist, dass Gott, der himmlische Vater, dir einen anderen Namen gibt? Und anstatt, dass wir anderen Dingen, Umständen in unserem Leben erlauben, dass sie uns einen Namen geben, dass wir uns daran erinnern, dass es der himmlische Vater ist, der uns einen Namen geben darf. Denn viele von uns tragen Namen wie Versager, Betrüger, Schwächling. Sie beschreiben deine Vergangenheit, aber ich möchte dir sagen, Gott möchte dir einen neuen Namen geben. Amen. Wusstest du, dass in der Bibel über 180 Stellen davon sprechen, wie Gott dich sieht, welche Namen Gott für dich hat? Die Psalme beschreiben, dass Gott mehr gute Gedanken an einem Tag über dich hat, wie es Sandkörner an einem Strand gibt. Das ist ganz schön viel. Amen. Gott möchte dir einen Namen geben, der nicht beschreibt, was deine Vergangenheit ist, sondern Gott gibt dir einen Namen, der dir beschreibt, was deine Zukunft ist. Denn Gott sagt, du bist Teil von dem himmlischen Volk. Gott sagt, dass du ein Eroberer sein darfst. Gott sagt, dass du ein Königskind bist, dass du eine königliche Priesterschaft hast. Aber warum denken wir nur an die Namen, die uns schon gegeben worden sind? Jakob hatte eine Namensänderung. Als Jakob seinen Namen geändert hat, wir haben uns in einer Predigt das angeschaut. Jakobs Name bedeutet Fersengreifer.
Das war der passendste Name, der ihn jemals beschreiben konnte, oder? Denn Fersengreifer, warum? Bei der Geburt, sein älterer Zwillingsbruder Esau ist als erstes gekommen und Jakob hat bei der Geburt versucht, seine Ferse festzuhalten, was die Eltern ausgelegt haben für, hey, er wollte unbedingt der Erste sein, um den Erstgeburtssegen zu bekommen. Aber wir haben relativ schnell gelernt in den letzten Wochen, dass es auch wirklich so ist, weil alles, was Jakob getan hat, war nach Fersen zu greifen, war zu versuchen, Menschen die Beine wegzuziehen, war zu versuchen, an besserer Position zu bekommen. Er betrügt seinen Vater, er belügt, er bestiehlt seinen Bruder, er tut alles dafür. Es gibt keinen passenderen Namen für diesen Betrüger als der Fersengreifer. Aber Gott segnet ihn nicht, während er versucht zu stehlen. Gott segnet ihn nicht, während er versucht zu klauen, sondern Gott segnet ihn, als er alleine mit ihm ist. Und die beiden treffen sich in der Wüste. Die beiden haben einen Ringkampf. Du kannst die Geschichte selber lesen, warum die beiden einen Ringkampf haben, okay? Aber auf einmal fragt Gott Jakob, wer bist du? Und auf einmal ist Jakob ehrlich und sagt, ich bin der Fersengreifer. Gott, ich bin der Betrüger. Gott, ich bin der, der belogen hat. Gott, ich bin derjenige, der Lea nicht geliebt hat, obwohl sie es verdient gehabt hätte. Gott, ich bin derjenige, der immer versucht hat, den eigenen Vorteil zu haben. Gott, ich bin der Betrüger, der betrogen worden ist und habe alles dafür gegeben, um weiter zu betrügen. Gott, und jetzt stehe ich meinem Bruder morgen gegenüber und ich weiß, dass ich es verdient habe, zu sterben, weil ich der Fersengreifer bin. Ich bin Jakob. Ich bin der Betrüger. Und das ist der Moment, wo Gott ihn anschaut und sagt, ab heute hast du einen neuen Namen. Ab heute wirst du Israel heißen. Israel bedeutet Triumph mit Gott. Ich möchte dir sagen, du hast die Namen aus deiner Vergangenheit, aber Gott hat dir schon einen neuen Namen gegeben. Du musst nicht mit Gott um einen neuen Namen ringen. Warum? Weil Gott mit dem Tod gerungen hat, damit du eine neue Schöpfung sein darfst. Es ist Zeit vielleicht, dass wir anfangen, ehrlich zu sein und dadurch erlauben, dass Gott uns einen neuen Namen gibt. Amen. Wisst ihr, als meine Tochter Maya, es ist so schön, Kinder zu haben, wenn du Pastor werden willst, hab Kinder, du hast so tolle Predigtbeispiele. Jetzt ist es aber schwierig, weil die werden älter, die verstehen, dass die Dinge als Predigtbeispiele enden könnten. Was gut ist, weil jetzt denken sie manchmal zweimal nach, bevor sie was Dummes machen. Sie machen das Dumme noch, aber sie denken länger darüber nach. Maya war ungefähr 4 gewesen, Matteo wird 1,5, fast 2 gewesen sein. Und ich kam auf die großartige Idee, was ich immer noch tue, aber ich kam auf die Idee zu der Zeitpunkt, weil Maya angefangen hat, in den Kindergarten zu gehen, dass ich meiner Tochter Wert zusprechen möchte. Dass sie Wert von ihrem Vater zugesprochen bekommt und nicht irgendwie da was Negatives auf dem Schulhof oder auf dem Kindergarten oder sonst wo bekommt. Denn wenn du davon überzeugt bist, dass die Welt nicht böse ist, warte, bis deine Kinder in der Grundschule sind und du wirst eines Besseren belehrt in Jesu Namen. Amen. Es kann ein harter Ort sein, der Schulhof. Auf jeden Fall habe ich angefangen, meiner Tochter Dinge zuzusprechen. Damals haben wir noch Englisch gesprochen, aber ich habe ihr gesagt, auf Englisch, aber ich mache jetzt Deutsch. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich habe ihr gesagt, dass sie wunderschön ist. Ich habe gesagt, dass sie klug ist. Ich habe ihr gesagt, dass sie geliebt ist von ihrem Vater. Ich habe ihr gesagt, dass sie alles werden kann in ihrem Leben, wenn sie an sich arbeitet. Ich habe ihr gesagt, dass ich an sie glaube. Ich habe ihr gesagt, dass sie stark ist. Ich habe ihr gesagt, dass sie sich nie Sorgen machen muss, dass sie mutig und entschlossen sein kann, dass sie wunderschön ist. Eines Tages haben Matteo und Maya einen Streit im Schlafzimmer, was ganz selten vorkommt. Und ich habe euch gerade einfach belogen als Pastor. Es tut mir so leid. Es kommt oft vor. Aber zu der Zeit, heute würden die beiden sich streiten. Und Matteo ist jetzt alt genug, der würde irgendwie einen Kung-Fu-Kick machen. Und die beiden würden einfach so würden ringen, bis eine Hüfte rausschlägt. Aber Matteo war halt klein gewesen. Und irgendwas wollte Maya, dass Matteo tut. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was das war. Und ich hörte das von außen. Und Matteo sagte einfach, nee. Und auf einmal fing Maya an. Doch, denn ich bin wunderschön, denn ich bin klug, denn ich bin stark, denn ich bin geliebt. Ich kann alles werden, wenn ich groß werde, wenn ich hart an mir arbeite. Und das war der Moment, wo ich dachte,
bin schnell losgeflitzt, hab mein Kind geholt, hab Maya mit ins Schlafzimmer genommen, hab sie auf das Bett gesetzt, hab mich neben sie gesessen. Und dann war ich davon überzeugt, dass ich jetzt ein Gespräch mit ihr haben würde, was ihr Leben komplett verändern wird. Dieses Gespräch, was du als Vater glaubst zu haben, und du bist in dem Moment davon überzeugt, sie wird ihren Enkelkindern von diesem Moment erzählen. Maya weiß nicht mehr viel von dem Gespräch, aber ich habe den Traum immer noch. Und ich schaue Maya an und sagte: Hey Maya, du kannst nicht Leuten sagen, was du bist, dass du schön bist, dass du dies bist, dass du jenes bist, weil das kann Menschen verletzen. Weil Menschen glauben können, wenn du das sagst über dich, dass sie es nicht sind. Und Maya, 4 Jahre alt, das war der Tag, wo ich gelernt habe, dass ich ein Problem habe. Weil Maya schaute mich an und sagte: Aber Papa, du sagst es. Und das war der Moment, wo ich begriff, meine Kinder wären schlauer als ich. Ich muss auf der Hut sein. Und ich dachte, wie kann ich Maya erklären, dass, wie machst du das richtig, dass sie den Wert hat, aber nicht, dass sie, weiß ich nicht, selbstverliebt wird und sonstiges. Also kam ich auf die clevere Idee und habe gesagt: Maya, statt dass du sagst, dass du wunderschön bist, dass du klug bist, sagst du: Mein Vater sagt, dass ich wunderschön bin. Mein Vater sagt, dass ich alles werden kann, wenn ich groß werde, wenn ich an mir arbeite. Mein Vater sagt, dass ich geliebt bin. Mein Vater sagt, dass ich großartig bin. Mein Vater sagt, dass ich gewollt bin. Church, es wird Zeit, dass wir anfangen zu verstehen, was Gott sagt. Denn mein himmlischer Vater möchte dir und mir heute sagen, dass ich deine geliebte Schöpfung bin. Mein himmlischer Vater sagt, dass ich geliebt bin. Mein himmlischer Vater sagt, dass ich mutig und entschlossen sein kann. Mein himmlischer Vater sagt, dass ich eine hohe Priesterschaft habe. Mein himmlischer Vater sagt, dass ich erwählt und berufen worden bin, bevor ich geformt worden bin. Mein himmlischer Vater sagt, dass mein Name in seiner Handfläche geschrieben ist. Mein Vater, mein Gott sagt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämon, hohes, gegenwärtiges, zukünftiges uns trennen können von der Liebe Gottes. Amen. Bist du dankbar dafür, dass Gott Gutes über dich sagt? Dann lass uns ihm einen riesen Applaus geben. Denn viele von euch tragen Namen, die Gott nicht für dich hat. Vielleicht ist heute Zeit, einen neuen Namen anzunehmen. Aber Rahel gibt ihren Sohn einen Namen. Ben-Oni. Was bedeutet Ben-Oni? Kurzer griechischer hebräischer Exkurs. Ben bedeutet Sohn. Also wenn du dein Kind Ben nennst, deinen Sohn Ben nennst, ist das wahrscheinlich der genaueste Name, den du geben kannst. Weil Ben bedeutet Sohn. Funktioniert bei einer Tochter nicht so gut, ist merkwürdig. Oni hat 2 Bedeutungen. Sohn, Ben. Oni heißt zuallererst, die eine Bedeutung bedeutet Schmerz. Was wohl der passendste Name ist, oder? Rahel ist am Sterben. Und meistens stirbt etwas in unserem Leben, wenn etwas anderes geboren wird, oder? Die Frage ist, auf was konzentrierst du dich? Denn schlechte Dinge passieren. Als ich in Australien studiert habe, C3 College war, habe ich im Gespräch mitgehört. Mitgehört ist die nette Variante. Gelauscht wäre die ehrliche Variante. Ich weiß, was ihr denkt. Ihr denkt euch, dieser Pastor ist eine Katastrophe. Stimmt, deswegen brauche ich Jesus so viel. Amen. Auf jeden Fall, Pastor Phil hat sich mit einem anderen Pastor unterhalten über eine Predigt und ich war einfach zufällig nebenbei und ich sag mal, das, was ich getan habe, habe ich einfach viel, viel länger getan, als ich tun musste, damit ich dieses Gespräch zu Ende hören konnte. Und die beiden hatten ein Gespräch darüber, weil der eine Pastor sollte nächste Woche predigen über Römer 8. Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Amen. Und dieser Pastor hatte die Idee, die haben über den Titel der Predigt diskutiert. Und der Pastor hatte die Idee, diese Predigt zu nennen, It's All Good. Alles ist gut. Und Pastor Phil hat ihn daran erinnert, du kannst diese Predigt nicht, es ist alles gut nennen. Warum? Weil nicht immer alles gut ist. Come on, wer weiß das von uns? Es ist nicht alles gut in unserem Leben. Rahels Sterben. Beziehungen gehen kaputt.
verlieren Jobs, wir kommen finanzielle Krisen, wir werden krank. Hoffnungen, Träume, für die wir gebetet haben, für die wir so lange eingestanden sind, die nicht wahr werden. Es ist nicht immer alles gut, oder? Sie einigten sich um einen Titel, den ich beeindruckend fand. Sie haben sich geeinigt, die Predigt zu nennen: It's gonna be alright. Es wird okay sein. Warum? Dass wir unseren Schmerz, unsere Zerbrochenheit, unsere Schwierigkeiten in die Hände Gottes bringen. Denn er ist der Einzige, der aus den Dingen etwas benutzen kann und es zurückgeben kann als etwas Gutes. Diese Stelle sagt nicht, dass uns nur Gutes widerfahren wird. Diese Stelle will dich und mich erinnern, Römer 8, dass wenn es schwierig wird, dass wir es Gott zu bringen haben, dass wir es ihm geben sollen. Denn er kann aus dem Unmöglichsten, aus dem kaputtesten Ding, aus den zerbrochensten Sachen etwas Großartiges tun. Amen. Wahrscheinlich Dinge, wie wir sie anders erwartet hätten, nicht geträumt hätten, nicht vorgestellt haben. Aber er kann etwas sagen. Because it's gonna be alright. Es wird okay sein, wenn wir an Gott sind. Amen. Die zweite Bedeutung von Oni, Kind des Schmerzes, aber Oni kann auch Stärke bedeuten. Kind der Stärke. Denn ich möchte dir heute sagen, und alle, die viel Sport machen, die wissen das, alle, die wie ich sind, möchte ich dich erinnern, du kannst niemals große Stärke erreichen, ohne durch Schmerz gegangen zu sein. Und ich weiß, manche von euch sind so neidisch auf bestimmte Personen, die so viel erreichen, die so viel tun, die so erfolgreich wirken in ihrem Ministry, die so stark wirken, die so surrounded sind, die so großartig aussehen. Aber das, was du nicht weißt, ist, wie viel Schmerz, wie viel Täler, wie viele Kämpfe sie erleben mussten, um diese Person zu sein. Also sei vorsichtig, worauf du neidisch bist. Ich habe das in der Predigt schon mal erwähnt, dass das, was Jakob immer suchte, dass wir das an einem Körperteil beschreiben können. Und zwar an der rechten Hand. Warum? Im Hebräischen ist es die rechte Hand, die segnet. Jakob hat alles dafür getan, um diese rechte Hand zu suchen. Jakob hat mit seiner rechten Hand Verse zurückgezogen. Jakob hat sich als sein Bruder verkleidet. Er hat alles belogen und betrogen. Er hat mit Laban schlechte Deals ausgemacht mit seinem Onkel, um immer die rechte Hand zu bekommen. Weil die rechte Hand der Ort des Segens symbolisiert. Als ich diese Predigt das erste Mal gehalten habe, habe ich meinen Kindern das versucht zu erklären und habe ihnen die Geschichte von Jakob und Esau erzählt und dies mit der rechten Hand erzählt. Und an diesem Abend wollte ich Maya und Matteo, war ungefähr gleiche Alter wie, egal. Auf jeden Fall wollte ich für die beiden beten. Zu der Zeit haben die noch in einem Zimmer geschlafen abends. Ich wollte sie segnen, ich wollte ihnen die Hände auflegen. Bevor du denkst, dass ich super heilig bin, wir legen nicht jeden Abend unseren Kindern die Hände auf. Also fast jeden Abend würden wir gern anders die Hände auflegen, aber das tut man nicht. Also bevor ihr denkt, auf jeden Fall bin ich in dieses Zimmer gegangen. Die beiden saßen da und ich sagte, hey, ich möchte für euch beten, ich möchte für euch segnen. Und ich fing an für die beiden, ich streckte mich aus. Und auf einmal merkte ich, wie eine kleine Hand nach meiner Hand streckte und die Hand sich, meine Hand auf ihre Stirn zog. Puff. Und auf einmal guckte ich, weil ich so ein Augen-zu-Beter bin. Ich weiß nicht, was du beliebst. Auf jeden Fall guckte ich und sah Maya, wie sie meine Hand hielt und auf ihre Stirn gepackt hat. Und ich, Maya, was machst du da? Und sie guckt mich an. Clever, oder? Sie schaut mich an. Es ist doch die rechte Hand, oder? Sie wollte sicher gehen, dass Matteo nicht die rechte Hand bekommt, sondern sie die rechte Hand hat. Und genau das Gleiche hat Jakob getan. War immer auf der Suche nach der rechten Hand. Alles hat er dafür getan. Und Jakob gibt Benoni einen neuen Namen. Ben bedeutet Sohn. Yamin hat zwei Bedeutungen. Die meisten Bibelübersetzungen sagen, dass es Kind des Glückes ist. Amen. Aber die zweite Bedeutung ist Kind der rechten Hand. Yamin bedeutet rechte Hand.
Jakob ist sein ganzes Leben auf der Suche nach der rechten Hand. Jakob hat alles getan. Jakob hat gestohlen, Jakob hat betrogen, Jakob hat belogen. Nun steht er dort mit dem Baby in der Hand. Er sieht die Liebe seines Lebens, die Tod neben ihm liegt, für die er 14 Jahre gearbeitet hat. Er hat gerade geopfert, es hätte alles richtig sein sollen. Und er steht dort und inmitten seines Schmerzes, in der Mitte dieser Situation, in der Mitte dieses Angriffs erkennt Jakob die wichtigste Sache seines Lebens. Er erkennt, dass er aufhören muss, nach der rechten Hand zu suchen und dass es Zeit wird, seinen Mann zu stehen, dass es Zeit wird, die Versprechen anzunehmen, dass es Zeit wird, zur rechten Hand zu werden. Und so nimmt er seine rechte Hand, legt sie auf dieses Kind und sagt, du wirst nicht den Namen tragen, der dich beschreibt. Du wirst den Namen tragen, der dir verkündet ist. Du wirst ein Kind der rechten Hand sein. Amen. Ist es Zeit, dass du anfängst, deine rechte Hand zu benutzen? Dass du anfängst, ihm einen neuen Namen zu geben? Und Jakob nennt sein Kind Kind der rechten Hand. Er sagt, ich werde dich nicht Kind des Schmerzes nennen. Du bist Kind des Segens. Welches Baby hältst du gerade in deinem Arm? Welche Dinge, vielleicht deine Ehe, vielleicht deine Beziehung, vielleicht deine Einsamkeit, deine Sucht, deinen miesen Job, deine Verzweiflung, deinen Frust, deine Sorgen, deine Zukunftsängste, das Ungewisse, die Krankheit, vielleicht für dich die Art, wie du aussiehst, weil du denkst, dass du die Frau mit matten Augen bist, deine Verzweiflung, diese ganze Krise, in der wir stecken. Du kannst nicht immer aussuchen, was in dein Leben kommt. Amen. Ich weiß, das ist hart zu sagen, aber ich möchte heute sagen, Rahels Sterben. Menschen verlassen uns. Träume, die sich nicht erfüllen. Visionen, die nie wahr werden. Corona-Krisen, die beginnen. Ängste, die wir haben. Das hier ist, hey, du hast die Wahl, wie du die Situation nennst. Du hast die Wahl, wie du die Situation nennst. Ob sie Kind des Schmerzes ist oder Kind der rechten Hand, weil es eine Möglichkeit ist. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Nummer eins, du nennst es, wie es ist. Du bist depressiv, also sprich nur über Depression, dann werde ich dir sagen, du wirst dein Leben lang depressiv sein. Du bist einsam, also sprich nur über deine Einsamkeit und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du einsam bleiben wirst. Du bist verzweifelt, wütend, voller Angst, dann sprich nur über diese Sachen und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du in dieser Sache gefangen bleiben wirst. Aber was ich dir heute sagen würde, es ist Zeit, die Dinge nicht nur beim Namen zu nennen, sondern es ist Zeit, dass wir unseren Glauben antreten, dass wir unsere rechte Hand nehmen und die Situation nicht beschreiben für das, was sie war, sondern dass wir der Situation den Namen geben für das, was Gott uns dafür verheißt, für das Versprechen, was er dafür gibt, für die Dinge, die da sind. Menschen sagten mir, der Osten Deutschlands ist tot und wir können keine Church gründen. Also haben wir unsere rechte Hand genommen und haben gesagt, wir glauben an den Tag, wo jedes Knie sich beugen wird, wo jeder Mund bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Hier in Limbach-Oberfrohne, in Leipzig, in Chemnitz, im Osten. Ich möchte dir sagen, es ist Zeit, die Dinge zu nennen, wie sie sein sollen. Denn das ist Glaube. Es ist das Festhalten, das Glauben an die unbekannten Dinge, was Hebräer 1, Vers 11 uns sagt. Wenn du Frieden in deinem Leben haben willst, fang an, es auszusprechen. Wenn du Freude in deinem Leben haben willst, fang an, es auszusprechen. Wenn du möchtest, dass jemand von einem Paulus, von einem Saulus zu einem Paulus wird, dann fang an, ihn in die Augen zu schauen und ihm einen neuen Namen zu geben. Amen. Denn Gott möchte die Dinge beim neuen Namen nennen. Aber ganz wichtig ist, wir tun es nicht in unserer Kraft. Du kannst so viele Namen verteilen, wie du möchtest. Es macht keinen Unterschied. Aber es gibt Situationen, die so viel größer sind, die so viel anstrengender sind, dass wir nichts entgegenzuwerfen haben. Aber ich möchte dich daran heute erinnern, dass wir getauft sind auf einen anderen Namen, nicht auf unseren Namen. Wir sind getauft auf den Namen Jesus Christus, der Sohn Gottes, der den Tod besiegt hat,
der die Hölle besiegt hat, der, von dem es heißt, dass er, von dem wir lesen, wie er auferstanden ist, dass er wieder auferstanden ist. Und die Bibel beschreibt, dass er in seinem Tod in die Hölle hinabgefahren ist, die Sünde besiegte und bei der Auferstehung die Schlüssel zum Totenreich in seiner Hand hielt. Es ist derjenige, der zur Rechten Gottes sitzt. Es ist derjenige, der sein Leben gegeben hat, der Sohn Gottes, der König aller Könige, in dessen Namen wir wandeln dürfen. Amen. Denn in Philipper 1, ab Vers 9 heißt es: Darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in den Namen Jesus sich beugen all derer Knie, die im Himmel, auf der Erde und die unter der Erde, in Jesu Namen. Ich möchte dir heute sagen, there is power in the name of Jesus Christ. Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen für diesen Moment. Denn ich möchte, dass du begreifst, egal wie deine Situation ist, egal wie, ob du der Fersengreifer bist, egal ob, da ist ein Namen, der über alle Namen steht, da ist ein Gott, der nicht aufgehört hat zu wirken, der lebendig ist, der groß ist, der dich ausstattet. Und vielleicht wird es Zeit, deine rechte Hand zu benutzen. Nicht in deinem Namen, nicht in meinem Namen, sondern im Namen von Jesus Christus. Amen. Denn da ist Kraft im Namen. There is power in the name of Jesus Christ. Lass uns das gemeinsam bekennen in unsere Leben. Come on, church. Lass uns ausstrecken und bekennen, dass da Kraft im Namen Jesus ist. Es wird Zeit, nicht auf den Segen zu warten. Kirche, es wird Zeit, nicht auf das, für das Wunder zu beten. Es wird Zeit, der Segen zu sein. Es wird Zeit, das Licht zu sein. Es ist Zeit, dass du das Salz bist. Nicht, weil du die Kraft hast dafür, sondern weil er dir einen neuen Namen gibt. Amen. Church, es ist Zeit, dass wir unsere rechte Hand benutzen. Es ist Zeit, dass wir unsere rechte Hand benutzen. Gott gab Jakob einen neuen Namen, Josef einen neuen Namen, Jakob, Entschuldigung. Und wenn du die Geschichte liest, wenn du ab dem Moment in der Wüste liest, es ist ganz spannend, weil die Bibel eigentlich weiterhin über Jakob spricht. Jakob ging danach dahin. Jakob tat jenes. Jakob tat das. Wisst ihr, der Vers 20, oder wir machen es so. Ich erzähle euch schnell, wir müssen nicht lesen. Ich erzähle es so schnell. Als Rahel starb, baut Jakob einen Gedenkstein für sie auf, gab dem Ort einen neuen Namen, sein Ding. Und dann zog er weiter. Und die Bibel beschreibt, wenn du es nachliest, ganz kurz, ich will eure Zeit wertschätzen. Die Bibel beschreibt, wie Jakob den Stein aufbaute und wie Israel weiterzog. Es war der Moment in der Wüste, wo Gott einen Segen ihm gegeben hat, einen neuen Namen gegeben hat. Aber es war der Moment in seinem größten Schmerz, als er erkannte, es wird Zeit, dass ich nicht den Segen suche, es wird Zeit, der Segen zu sein. Es war der Moment, als Jakob verstand, was seine Berufung ist, was seine Bestimmung ist, als er hineingetreten ist, als er wirklich vom Fersengreifer zu Israel wurde, zu Triumph mit Gott. Amen. Ich möchte dir heute sagen, dass es deine Zeit ist, dir einen neuen Namen geben zu lassen. Es wird Zeit. Jakob, es wird Zeit, zu Israel zu werden. Gott möchte dir heute einen neuen Namen geben. Diesen Moment nennen wir Christen, das ist ein ganz witziger Name, Bekehrung.
Es ist nicht, dass sich nachher jemand mit einem Besen versucht abzustauben, sondern es beschreibt den Moment, wo wir unser Vertrauen, unseren Faith, unser Leben Jesus Christus geben. Und ich weiß, viele von euch sind hier, die diese Entscheidung getroffen haben. Amen. Und wir sind so dankbar, dass wir viele sein dürfen. Und ich weiß, heute sind einige hier, die diese Entscheidung getroffen haben, aber sich wie Jakob fühlen und es wird Zeit hineinzutreten. Es wird Zeit, Israel anzunehmen. Andere, die hier sind, die diese Entscheidung getroffen haben, aber davon weggekommen sind. Und manche von euch, die hier sind und diese Entscheidung noch nie getroffen haben und vielleicht heute das erste Mal davon hören, dass es einen Gott gibt, der dir einen neuen Namen geben möchte. Der Name, der bedeutet Triumph mit Gott. Ich möchte dich heute einladen, dass Gott einen neuen Namen für dich hat. Es ist der Moment, wo wir Leben, Jesus unser Leben geben. Wo wir erkennen, dass wir Sünder sind. Versteht mich nicht falsch, Sünde bedeutet nicht, wie viel Gutes, wie viel Schlechtes du getan hast. Sünde beschreibt einen Beziehungsstatus, dass wir getrennt von Gott sind. Aber Gott hat eine Brücke gebaut in Form von einem Kreuz, sodass du und ich zu ihm kommen können, einen neuen Namen erhalten können. Hey, was sollen wir dafür tun? Wir müssen erkennen, dass wir Jakob sind. Lasst uns heute einen Moment ehrlich sein. Lasst uns mal alle Masken zur Seite schieben. Lasst uns mal unsere Selfies sterben lassen. Lasst uns mal offen und ehrlich sein. Nicht die Version, die wir sein wollen. Nicht, was wir glauben zu sein. Nicht, was wir gern. Sondern wer bist du wirklich? Bist du Jakob oder bist du Israel? Bist du Rahel oder bist du Lea? Wer bist du? Und wenn du ehrlich zu dir selber bist, denn jedes Mal, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, weiß ich, dass ich Jesus Christus in meinem Leben brauche. Vielleicht mehr als alle anderen, dass ich ihn brauche. Dass ich, der Fersengreifer, einen Erlöser brauche, um einen neuen Namen zu erhalten. Die Bibel sagt, dass wir eine neue Schöpfung werden. Die Bibel sagt uns, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, dass wir erweckt werden, ewiges Leben haben, dass wir Teil seines Volkes sind, einen neuen Namen bekommen. Ich möchte dich heute einladen, diese Entscheidung, die du treffen musst, ist deine Entscheidung, wie ehrlich du vor Gott stehen möchtest. Ich möchte dich heute einladen, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Und ich meine, wenn du Jesus in deinem Leben hast, ist vielleicht heute der Moment zu sagen, Jesus, ich stelle dich erste Stelle meines Lebens. Amen. Ich werde dich gleich fragen, deine Augen zu schließen und dann werde ich bis 3 zählen. Wenn du heute die Entscheidung triffst, werde ich dich bitten, bei 3 deine Hand zu heben. Warum? Weil ich glaube, eine Entscheidung bedeutet Aktion. Dass es Aktion bedeutet, dass wir etwas in Aktion bringen. Ich möchte dich bitten, deine Augen zu schließen, da wo du bist. Vielleicht findest du das albern, dann möchte ich bitten, trotzdem deine Augen zu schließen, weil es vielleicht dir, für die Person neben dir der wichtigste Moment ist. Vielleicht hast du schon 100 Mal in diesem Moment mitgesessen, weil du Teil dieser Kirche bist. Dann möchte ich, dass du jetzt anfängst, für die Menschen um dich herum zu beten, damit sie erkennen, wer Jesus ist. Mit allen Augen geschlossen, 1. Wenn du heute die Entscheidung triffst, Jesus an erste Stelle zu stellen, die Entscheidung triffst, ihm dein Leben zu geben, die Entscheidung triffst, deinen Namen vor Jesus zu bringen, damit er dir einen neuen Namen geben kann, dann ist das dein Moment. 2. Ich bin mega stolz auf dich, wenn du die Entscheidung gerade triffst, denn ich bin davon überzeugt, dass es die beste Entscheidung deines Lebens ist. Aber viel wichtiger ist, dass du ab diesem Moment in den Wort des Lebens, im Buch des Lebens geschrieben bist. Mit allen Augen geschlossen, wenn du heute dein Leben Jesus gibst, zurückgibst, ihm bringst, dann heb jetzt deine Hand auf 3. Heb sie hoch, so dass ich sie sehen kann. Wenn du sagst, hey, das bin ich, Mathis, ich bin Jakob, ich gebe mein Leben Jesus. Ich sehe die Hand hier vorne, wir sehen die Hände da hinten, ganz hinten Hände, die hochgehen, die sagen, hey, ich nehme das heute an. Ich nehme es, warte noch einen kurzen Moment für all die diese Entscheidung am Treffen sind. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen. Lasst uns mit den 5 Menschen feiern, die gerade die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Yes.
und wir werden jetzt gleich gemeinsam beten. Und bevor ich das tue, bitte ich den Soundtechniker mal, die Band aus den Monitoren hier zu nehmen. Die ballern einen ganz schön weg. Die machen aber einen großartigen Job, oder? Yes, yes. Ich möchte jetzt einladen, wir wollen gemeinsam beten mit den 5 Menschen, die die Hand gehoben haben, mit denen, die online gerade diese Entscheidung getroffen haben. Denn die Bibel sagt, wir sollen im Herzen glauben und wir sollen mit dem Mund bekennen. Und wenn du öfters hier bei C3 Leipzig bist, weißt du, in dieser Kirche betet keiner alleine, sondern wir beten gemeinsam. Ich werde ein Gebet vorsprechen und ich möchte euch bitten, dass wir alle gemeinsam dieses Gebet nachbeten. Amen. Okay, lass uns ausstrecken zu Gott. Lass uns beten zu Gott. Jesus Christus, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Denn mir ist vergeben. Denn mir, ich bin erneuert. Denn heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus, in seinem Namen. Lass uns ihm die Ehre geben. Wir wollen diesen letzten Moment des Gottesdienstes nutzen, um Gott die Ehre zu geben. Amen. Und ich möchte dich daran erinnern, was ich am Anfang der Predigt gesagt habe. Vielleicht ist heute kurz Zeit, deine Skepsis über Worship wegzulegen. Nicht darüber nachzudenken, wie du aussiehst. Vielleicht ist heute Zeit, deine Tradition und deine, wie du es machst, einfach kurz wegzulegen. Denn wenn wir eins in der Bibel lernen, den David vor der Bundeslade tanzt, um Gott die Ehre zu geben, dass Gott alles verdient hat, dass Gott unseren Lob verdient hat, nicht nur durch das, was wir singen, sondern durch das, wie wir stehen, durch das, wie wir seinen Namen tragen. Ich möchte dich heute einladen, Israel, lass uns den Triumph Gottes verkünden, Amen, denn er ist unser Champion, oder? Also lasst uns anbeten, lasst uns preisen, lasst uns ihn groß machen.